Hallo, schön, ihr seid dabei. Ich sitze gerade über den Lego-Kisten unserer Kinder. Ihr glaubt gar nicht, was man da alles findet, aber wem erzähle ich das? Ihr kennt das sicher auch. Hier eine Playmobil-Figur, die galt schon längst als verschollen. Und da Papiermüll, der den richtigen Weg nicht gefunden hat. Was habt ihr schon alles so wiederentdeckt? Schreibt's gern mal unten in die Kommentare. Das führt uns zum eigentlichen Thema, denn in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure Lego-Steine richtig reinigt, ohne sie zu beschädigen, egal ob verstaubt, klebrig oder voller Fingerabdrücke. Mit diesen einfachen Tipps und Tricks sehen eure Lego-Bausteine wieder aus wie neu. Viel Spaß beim Bauen, mein Name ist Christian und gleich geht's los. Sortiert als erstes die Lego-Steine nach Größe und Art. Kleine, empfindliche Teile, wie zum Beispiel auch Figuren, solltet ihr getrennt von größeren Steinen reinigen. Achtet bitte unbedingt auch darauf, dass Elektronikteile, wie zum Beispiel die Power Functions, später nicht mit Wasser in Berührung kommen dürfen. Diese Teile müssen separat gereinigt werden. Für kleinere Mengen von Lego-Bausteinen bietet sich die Handwäsche an. Verwendet dafür lauwarmes Wasser, ca. 40 Grad. Zu heißes Wasser kann die Steine verformen. Gebt ruhig ein wenig mildes Spülmittel mit ins Wasser. Achtet darauf, keine aggressiven Reiniger zu verwenden, da sie die Steine beschädigen könnten. Ihr könnt nun die Lego-Steine in das lauwarme Seifenwasser geben. Bewegt die Steine mit der Hand im Wasser hin und her, um den Schmutz zu lösen. Lasst die Steine ruhig ein Stück im Wasser. Für hartnäckigen Schmutz, wie zum Beispiel für Flecken oder klebrige Rückstände, eignet sich die Zahnbürste. Mit dieser kommt man gut in kleine Zwischenräume. Aber Achtung! Verwende Zahnbürsten mit weichen Borsten, um die Oberfläche der Lego-Steine nicht zu zerkratzen. Nutzt einen Schwamm oder ein weiches Tuch mit etwas Spülmittel, um hartnäckige Stellen vorsichtig zu säubern. Habt ihr eure Lego-Bausteine alle gründlich gesäubert, müssen sie nun getrocknet werden. Ich empfehle euch die Lufttrocknung. Lasst die Steine auf einem Handtuch ausgebreitet an der Luft trocknen. Achtet bitte darauf, dass die vollständig trocken sind, bevor ihr diese wieder zusammenbaut, um Schimmel oder unangenehme Gerüche zu vermeiden. Wichtig, setzt eure Lego-Steine keine direkte Sonneneinstrahlung oder Hitze aus, da dies zu Verformungen führen kann. Für größere Mengen an Lego-Steinen könnt ihr eure Steine in einen Wäschesack oder in einem Kissenbezug sammeln und in einem Schonwaschprogramm bei maximal 40 Grad in der Waschmaschine reinigen. Stellt sicher, dass der Wäschesack oder der Kissenbezug gut verschlossen ist. Und ab geht's in die Waschmaschine. Ein Feinwaschmittel habe ich schon hinzugefügt. Ich wähle ein Schonwaschprogramm aus. Die Temperatur von 30 Grad sollte ausreichen, denn so stark verschmutzt waren unsere Bausteine nicht. Ich verkürze die Waschdauer, um Zeit und Wasser zu sparen. Aufs Schleudern verzichte ich. Nach 35 Minuten ruft mich die Waschmaschine schon ganz ungeduldig. Holen wir unsere Bausteine einmal raus, um sie zu trocknen. Auch hier empfehle ich euch die Lufttrocknung. Kleiner Tipp: Öffnet ein Fenster, wenn ihr die Möglichkeit habt. Durch den Luftzug trocknen eure Bausteine noch viel schneller. Viel Freude beim Bauen mit euren glänzenden Steinen.